Ja, das ist jetzt fast schon so ein Nachtreten, aber gerade weil ich so kurz da war, ist mir schon wichtig, nochmal auch offiziell zu gratulieren zum Firmenjubiläum, auch an die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wurden ja so jetzt zumindest von mir noch nicht adressiert, aber auch die weiteren Anwesenden. Und wir haben jetzt in der Zeit, ich war ganz viel auch Impulse gehört, was in Freiburg gut ist, was besser werden kann, dass ein suboptimales Subkultur-Nachtleben sogar ein Standortvorteil sein kann, nehme ich mit quasi aus dieser Diskussion. So habe ich es noch nie interpretiert. Aber der Glückwunsch an Sie und an Ihr Unternehmen, aber genauso auch an die anderen, auch gerade hier im Publikum. Ich habe es vorhin ein bisschen flapsig gesagt, es wird nur besser, wenn wir Freiburg besser machen. Also dieses sozusagen weniger motzen und mehr machen, das meine ich wirklich so als politisches Statement. Und da brauchen wir ganz viel kreative Köpfe. Und deswegen freue ich mich auch über dieses klare Bekenntnis zum Standort Freiburg. Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam, auch das Nachtleben trotzdem noch ein bisschen zu aktivieren. Das ist in der Tat auch ein Herzensanliegen, glaube ich, von vielen in Freiburg. Und da kann man trotzdem noch fleißig sein. Daher herzlichen Glückwunsch nochmal auch in offizieller Funktion. Und ich glaube, jetzt geht es, wie Sie gesagt haben, zum gemeinsamen Anstoßen.